Der Kanzler als auch das Auswärtige Amt haben jetzt nochmal betont, die Wichtigkeit der Rückkehr an den Verhandlungstisch. Da würde mich aus Sicht des AAs die Darlegung interessieren. Frau Baerbock hat ja in Bezug auf den Krieg in der Ukraine erklärt, in Bezug auf Russland, mit Aggressoren könne man nicht verhandeln. Können Sie mir darlegen, wieso man im Falle Aserbaidschans sehr explizit zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufruft und dies im Falle Russland-Ukraine nicht? Also Herr Barek, unsere Position in Bezug auf den Krieg Russlands in der Ukraine ist sehr klar. A, die Ukrainer entscheiden, wann sie über was verhandeln. B, die Russland überzieht die Ukraine mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, beginnt da schwerste Verbrechen. Und sie suggerieren ja mit ihrer Frage, dass wir sozusagen kein Interesse an Frieden in der Ukraine haben. Dem ist natürlich nicht so, auch die Ukraine hat ein Interesse an Frieden, nur ist es so, dass sie Opfer einer ständigen und anhaltenden und seit nunmehr über 560 Tage laufenden Aggression sind. Zum Grundverständnis können Sie mal darlegen, wer im aktuellen Fall der Eskalation in Bergkarabach, wen das Auswärtige Amt als Aggressor bewertet? Aserbaidschan oder Armenien? Also da war ja der stellvertretende Regierungssprecher und wie gesagt auch der Kanzler und die Außenministerin gestern sehr deutlich. Wir haben Aserbaidschan ja sehr klar aufgefordert, diese Kampfhandlungen einzustellen. Mhm.